Mein Name ist Ute Mendes. Ich leite das Sozialpädiatrische Zentrum hier im Vivantes Klinikum in Friedrichshain. Wir betreuen Kinder, die aufgrund der Dauer oder der Schwere ihrer Erkrankung nicht allein vom Kinderarzt betreut werden können. Im SPZ werden die Kinder weiter betreut, wenn sie aus dem Perinatalzentrum entlassen werden. Häufig brauchen gerade die ganz kleinen Frühgeborenen dann noch weitere Unterstützung. Die Kinder werden zuerst alle ärztlich gesehen und die Ärzte entscheiden dann, welche Behandlung für das Kind noch notwendig ist. Zum Beispiel können Kinder Physiotherapie erhalten, die sich motorisch nicht gut entwickeln. Die Eltern können Beratung bekommen, wenn Kinder nicht richtig schlucken oder beim Trinken immer einschlafen. Oder wenn Kinder Schwierigkeiten haben in der Selbstregulation, also sehr viel schreien oder schlecht zur Ruhe kommen. Einige der Kolleginnen im SPZ arbeiten auch im Perinatalzentrum und lernen die Eltern und die Kinder schon da kennen. Sie wissen dann über bestimmte Sorgen der Kinder und auch über Sorgen, die die Eltern sich machen, schon Bescheid, wenn sie ins SPZ kommen. Wir können Ihr Kind hier so lange betreuen, wie es nötig ist, auch bis zur Schwelle des Erwachsenwerdens. Wenn Ihr Kind älter wird, kommen häufig noch andere Berufsgruppen ins Spiel. Zum Beispiel können Psychologinnen Ihr Kind untersuchen, wenn die Frage nach der kognitiven Entwicklung gestellt wird und Sie dann auch zu Fragen der Beschulung beraten. Sozialarbeiterinnen können Sie beraten, wenn eine Unterstützung im Alltag notwendig wird oder Ihr Kind bestimmte Bedingungen, zum Beispiel im Kindergarten, braucht. Wenn Sie sich Sorgen um Ihr Kind machen, sprechen Sie Ihren Kinderarzt an und fragen Sie ihn, ob er eine Überweisung in das SPZ für notwendig und richtig hält.